Diese junge Dame wird uns in dieser Reihe beschäftigen. Von Anfang an die Spielweise und Skillung eines Jägers. Hallo meine Lieben, herzlich willkommen in Orgrimmar beim Jägerlehrer und bei Holz und TV. Ganz ruhig. Okay. Hier ist der Opa Mario, der alte Sack. Wir sind beim Lernen für Level 34. Lerne den Schlangenbissrang 5 und die Sprengfalle. Mehr ist es diesmal nicht. Seid vorsichtig, Mann. Ja, ich weiß, Sprengfalle. Ja, natürlich. Ne? So, Sascha, Sprengfalle. Erstmal Schlangenbiss. Ja. Schlangenbiss Rang 5 jetzt. Vorher 201 Naturschaden. Und jetzt 271. Springfalle müsste hier sein. Nee, richtig, da ist die. So. Und die mache ich hier hin. Das ist die Funktionsweise, die benutzt sie genauso wie die Feuerbrandfalle. Nur die Sprengfalle funktioniert für mehrere Leute. Also die hat einen Durchmesser von 10 Metern. Und die Feuerbrandfalle ist für eine Person. Für die erste Person, die reinkommt. Hier ja auch, die erste Person, die reinkommt, wird eingefroren. Und hier wird die erste Person, die reinkommt, wird angefackelt. Mit der Sprengfalle, Katze, ihr findet euch dann selber lesen, 131 bis 161 Feuerschaden und verbrennt alle Feinde in einem Umkreis von 10 Metern. Und fügt zusätzlich innerhalb von 20 Sekunden 456 Feuerschaden. Und die halbe Minute Bestand bleibt auch für diese Falle identisch. So, dann die Skillung für Level 34. Ich mache also diesmal einen Punkt hier rein, damit wir nicht vergessen. Der gezielte Schuss, der die Heilwirkung auf Gegner unterbricht. Ja, und ach so, und natürlich nicht vergessen, das ist natürlich Distanzschaden, erhöht er auch noch um 5. Das ist natürlich auch noch. Der unterbricht also nicht nur die Heilung für den Gegner beim Gegner, sondern erhöht den Distanzschaden auch um 5%. Die kannst du also immer mal so zwischendurch reinknallen. So, und der nächste Punkt kommt erstmal hier rein. Den noch nicht, weil den Viperbiss haben wir noch nicht. Erhöht zwar Schaden, würde den Schaden erhöhen von Schlangenbiss um 10%. Aber ich denke, die Mana-Kosten-Senkung ist erstmal. Bei den Schlangenbiss, ehrlich gesagt, seht ihr hier unten, den nehme ich hier noch gar nicht so, nehme ich gar nicht so oft. Ich habe den erst in zweiter Position. Deswegen, ich setze erstmal hier für die Mana-Kosten-Senkung hier einen Punkt rein. Also diesmal die Punkte in den gezielten Schuss und den ersten Punkt in Effizienz bei der Treffsicherheit. Mehr Punkte haben wir ja nicht. Dann haben wir, das Tier hat auch einen Punkt gesammelt wieder. Das Tier hat einen Punkt gesammelt. Wir können entweder hier einen Punkt reinsetzen oder hier. 3% mehr Schaden für das Tier. Das heißt, der Gegner wird 3% mehr beschäftigt, bevor der zu uns kommt. Das Tier muss die Aggro halten, also kommt ja erstmal der Punkt rein. Das war's dann eigentlich schon für die Skillung diesmal. Dankeschön erstmal. Wie gesagt, ich melde mich zwischendurch mit einem Praxisbeispiel wieder. Da kommt was Größeres hier. Hier zum Beispiel ist das für Level 40. Wir sind ja erstmal 34. Aber entweder das hier, Frostdrachen, oder die Suche des Barons als Beispiel für euch.
Das machen wir auf jeden Fall. Das kommt als nächstes. Aber jetzt erstmal für dieses Video erstmal Dankeschön und bleibt schön gesund.